alles unter einen Hut zu bringen, das ist sowohl im Leben als auch in der Kunst wohl die größte Herausforderung. Wir haben meistens das Problem, dass wir zu viele Sachen gleichzeitig machen wollen, zu viele Ideen haben, zu viele Formen im Bild haben, zu viele Aktivitäten in unserem Leben haben, die wir erledigen müssen, zu viele Aufgaben haben. Eigentlich ist das zu viel die größte Herausforderung. Wir wollen zwar mehr, weil wir irgendwie wachsen wollen, weil wir uns entwickeln wollen, weil wir neugierig sind, weil wir irgendwie einen Hunger haben nach Leben, ja, nach Weiterentwicklung, nach Entdeckung. Ja, also da ist dieser Drang immer eigentlich mehr machen zu wollen. Aber jeder Tag hat eben einfach nur 24 Stunden mit der Nacht dazu gezählt und jedes Bild hat auch eine Grenze. Das heißt, wir sind ständig mit diesem Wachstumsimpuls in uns konfrontiert, diesem mehr machen wollen und diesem nicht aufhören können. Und gleichzeitig haben wir eben diese Grenze. Und im Bild ist das genau das Gleiche. Ich habe dafür wieder eine Metapher gefunden. Und zwar sagen wir ja, wir kriegen das alles nicht unter einen Hut. Und der Hut ist ja irgendwie wie eine Form, in der Platz ist für verschiedene Sachen, aber die alle unter einem Dach sind, in einem Hut halt stecken. Ja? Und das möchte ich dir gerne in diesem kurzen Video mal kurz veranschaulichen, weil das kann dir helfen in deinen Bildern, wenn du zu viele Sachen am Laufen hast, also zu viele Formen, zu viele Tonwerte, zu viele Farben, zu viele Unterschiede, zu viele Texturen, einfach viel, 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 dann kannst du versuchen, Hüte zu machen, also Formen, die die Vielheit ein bisschen vereinfachen. Ich möchte dir auch einen kleinen Überblick geben über meinen Tisch, wie er nach meinem Wabi-Sabi-Workshop aussieht. Ich habe vor einigen Wochen einen Wabi-Sabi-Workshop gegeben. Da ging es um die Grauwerte, also um das Arbeiten mit Grauwerten, also mit reduzierten Farben und auf kleiner Fläche mit dem Ziel, eine vereinfachte Darstellung zu finden im Prozess mit den Texturen, mit den vielen Möglichkeiten, mit Stifte, mit Collage und so weiter. Und da ist mir dieses Problem nämlich auch begegnet. Man fängt an und man hat viele Ideen und plötzlich ist es ganz schnell zu viel. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, dann musst du praktisch wieder rückwärts gehen. Dann musst du praktisch wieder Sachen zudecken und auch auf Sachen verzichten. Und das zeigen meine Arbeiten aus dem Wabi-Sabi-Workshop ganz gut. Ich habe nach dem Workshop auch angefangen, die Dinge wieder zuzumalen, die ich geschaffen habe. Und vielleicht kann dir das eine Anregung sein, in diesem Ein- und Ausatmen in deinem Bildprozess einfach mitzugehen, dass du praktisch ausatmest und ganz viel Sachen hineingibst in das Bild und dann innehältst und sagst, okay, jetzt nehme ich da wieder etwas von zurück. Ja, ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat, dass es dir einen kleinen Kick gegeben hat, einen kleinen kreativen Kick, auch auf deine Bilder nochmal anders zu schauen. Ich möchte, ja, wenn dir mein Unterrichtsstil gefällt, die Art, wie ich Kunst vermittle, dann hast du vielleicht Lust, mal zu einem meiner Workshops zu kommen. Ich möchte dir ganz kurz meine Angebote vorstellen. Ich habe Eintagesworkshops, Mehrtagesworkshops, die nur hier im Atelier stattfinden. Dann habe ich meine Online-Akademie, die nennt sich das Kunstabo. Das ist eine mitgliederbasierte Seite, in der du jede Woche von mir Input bekommst und auch eingebettet bist in eine wunderbare Gemeinschaft von anderen Künstlern, die sich gegenseitig unterstützen, Feedback geben. Wir machen Bildbesprechungen und lernen Maltechnik und Bildgestaltung in einem. Wenn du sehr viel Hunger hast und sehr intensiv einsteigen willst, einmal in deinen eigenen Prozess, also in deine eigene künstlerische Entwicklung und das Gefühl hast, es würde dir gut tun, etwas über die Elemente der Bildgestaltung zu wissen, um deiner Kunst wirklich so ein solides Fundament zu geben, dann empfehle ich dir von ganzem Herzen meine Masterclass. Meine Masterclass ist ein 12-Wochen-Programm, was du in deinem Tempo absolvieren kannst, was du durcharbeiten kannst in deinem Tempo. Es bleibt dir unbegrenzt zur Verfügung, die Inhalte, die
dort auf dieser Plattform sind, sind unbegrenzt für dich verfügbar. Und du hast Zugang auch über die Facebook-Gruppe zu mir. Wir haben Bildbesprechungen dort und du bekommst gezielt Feedback zu deinem Prozess. Das sind alles meine Angebote. Du findest sie auf meiner Homepage. Und wenn du Fragen hast, kannst du mir einfach hier unter dem Video einen Kommentar schreiben und dann können wir einfach auch so direkt mal miteinander sprechen. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören und wenn ich dich für diesen Prozess begeistern kann. Bis dann.